Hallo Leute, heute im Projektmanagement in 5 Minuten. PSP, das ist keine Playstation, sondern ein Projektstrukturplan. Und wie sieht sowas aus? Also ein Projektstrukturplan kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Projekt, ich nenne es einfach schon mal Steuergerät hat, dann kann man dieses Steuergerät mit diesem Projektstrukturplan aufteilen in Unterbereiche. Zum Beispiel in Software und Hardware und hier zum Beispiel noch Doku und was ihr noch wollt. Also so könnt ihr so ein Projekt strukturiert aufplanen. Ein anderes Projekt zum Beispiel, wenn ich das aus dem privaten Haushalt nehme, Projekt Umzug. Dieses Projekt Umzug zum Beispiel kann man also strukturieren in alter Ort. Dann kann man hier, also geht hier immer noch wieder weiter, dann alter Ort zum Beispiel, Umzugsort, Umzugsgut, Entschuldigung, Umzugsgut. Oder hier, was weiß ich, die Abnahme der alten Wohnung kann man hier einkreisen. Das nächste wäre zum Beispiel hier der Transport der ganzen Möbeln. Wie, was habe ich, Transport zum Beispiel LKW und so weiter. Helfer zum Beispiel wäre hier noch ein Punkt. Und dann habe ich hier meinen neuen Ort. Dieser neue Ort, da wäre der Lageplan ein mögliches Ding, also wo stelle ich den neuen Schrank hin und sowas. Ja, und wer baut das auf? Habe ich hier wieder Helfer und so weiter. Also so sieht ein Projektstrukturplan aus. Ich habe euch jetzt zwar zwei solche kleinen Pläne hier aufgezeichnet, also gehören hier nicht zusammen. So sieht das Ganze aus und ja, warum macht man jetzt das Ganze? Also, man, wie soll ich sagen, es ist eine, erstens mal eine Basis für die Schätzung von Projektlaufzeiten und Projektkosten. Also man kann sagen, okay, Teil Software dauert 2 Monate, Teil Hardware dauert 3 Monate, die Doku zu schreiben am Schluss auch nochmal einen Monat, da kann man besser planen. Dann, ebenso kann man eine, ich habe eine gewisse Steuerungsfunktion, wenn ich sage, okay, Software ist jetzt schon fertig oder ist noch nicht fertig, wie verhält sich das jetzt auf meine Hardware oder andersrum. Es ist natürlich auch viel besser mit der Projektdokumentation, was jetzt hier ein extra Punkt ist. Dann muss man die Software dokumentieren, dann die Hardware dokumentieren, hat man also saubere Struktur, deswegen heißt auch Strukturplan. Und es ist natürlich auch ideal für die Aufteilung der Verantwortlichkeiten. Also zum Beispiel Software, ja, da haben jetzt nur die Software-Ingenieure was zu tun und bei Hardware nur die Hardware-Ingenieure. Und ja, bei der Doku braucht jetzt der Mitarbeiter XY nichts mehr zu machen, sozusagen. Also man kann die Verantwortlichkeiten auch sehr gut aufteilen mit diesem Projektstrukturplan. Also ich hoffe, Projektstrukturplan hat euch jetzt, also für was man das braucht, welche Vor- und Nachteile es bietet, habe ich jetzt erläutert. Wünsche noch einen schönen Tag, euer Projektmanagement in 5 Minuten.